Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video hier beim Bienenbär. Es ist ja so, Imkerei ist jetzt nicht das allergünstigste Hobby, aber wenn man seinen Honig verkaufen kann und auch gut verkauft bekommt, dann refinanziert sich ja vieles. Nichtsdestotrotz muss man ja gucken, wie man mit seinem Geld am besten wirtschaftet. Und da ist es leider so, dass der ein oder andere, ich kenne da so ein paar, an Dingen sparen, die eben, naja, ich sag mal, dem Bienenvolk nicht so unbedingt gut tun. Also ich denke, es wird einfach zu viel an der falschen Stelle gespart, zum Beispiel am guten Werkzeug oder an guten Materialien, die man einfach braucht, um am Ende ein gesundes Bienenvolk zu haben oder eben auch einen qualitativ vernünftigen Honig nachher zu bekommen. Es gibt aber tatsächlich Sachen, da kann man Geld sparen. Wenn auch jetzt nicht die Millionen, aber es ist möglich. Und so erlebe ich nämlich bei ganz vielen Neuimkern zum Beispiel, so war es bei mir auch, dass Vorratseimer, also Hobbox gekauft werden zum Beispiel, die immer gleich schon einen Absperrhahn hier unten im Eimer drin haben. Das empfindet man als besonders praktisch. Das heißt, man füllt den Honig gleich in den Hobbock mit Absperrhahn ein. Da rührt man das dann auch auf. So machen es viele. Ich mache es ein bisschen anders, erkläre ich gleich. Und dann, so ist der Gedanke, ja, dann kann man den Eimer dann irgendwann auf einen Bock stellen. So, ich mache das mal eben hier so sporadisch, ja, stellt den Eimer hier drauf, macht die Honiggläser drunter und dann Absperrhahn auf und dann läuft das alles runter. Wunderbar. Ja, aber so ein Eimer inklusive des Absperrhahns, wenn man davon 20, 30, 40, 50 Stück haben muss, das geht natürlich dann schon auch ins Geld. Und an der Stelle kann man aber sparen, indem man einen Abfülldeckel macht. Ein Abfülldeckel, oder? Dann habe ich ihn hingelegt. Da ist im Grunde genommen was ganz Einfaches, nämlich das. Das ist ein Abfülldeckel. Denn ich verwende gar nicht Eimer mit, also Hobbox oder Eimer, die unten einen Absperrhahn bereits eingebaut haben, sondern ich habe mir einen solchen Deckel gebaut oder mehrere solche Deckel. Das ist ein Tipp, den habe ich mal vor 2 Jahren bekommen, glaube ich, von den damaligen Imkerei-Vorstand vom Imkerverein Soltau. Also Jürgen und Ortrud, wenn ihr das Video seht, dann an dieser Stelle einen riesen Gruß und einen riesen Dank an euch, denn diese Idee habe ich damals von euch bekommen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr patente Lösung. Denn du kannst dann einfach die normalen Eimer kaufen, die Honiglagereimer, das ist wichtig. Und dann kannst du einfach den Deckel hier oben austauschen. Also du nimmst hier oben den normalen Deckel runter und die sind ja auch fest, die klicken ja auch so ein bisschen ein, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, du nimmst den normalen Deckel runter, setzt den Deckel mit dem Absperrhahn hier oben drauf und drückst den schön an. So, jetzt macht man sich hier noch einen Zurgurt drum, sodass der Honig tatsächlich auch jetzt nicht hier vorne den Deckel nach vorne drückt. Das ist natürlich ganz wichtig, das sollte man vermeiden. Und dann kannst du mit diesem Eimer schön sauber abfüllen. Und wenn der Eimer leer ist und hast ihn leer gemacht, dann nimmst du einfach den nächsten Eimer, nimmst diesen Deckel, packst ihn auf den nächsten Eimer und kannst direkt weitermachen. Und entsprechend brauchst du auch nur einen Deckel und einen Absperrhahn und nicht, wenn du, was ich, 20 Eimer hast, 20 Absperrhähne, weil da sind natürlich auch 20 Dichtungen, 20 Teile, die kaputt gehen können. So, gleich mal wieder zumachen hier. 20, alles mal 20 im Grunde genommen, und das kann man sich natürlich sparen. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du mit dem Honig wenn du den Honig rühren willst, dann hast du im Eimer, hast du ja immer so eine Mutter, die sitzt hier unten immer drinnen. Und wenn man da mit dem Rührer gegenschlägt, dann hat man natürlich auch
mit Sicherheit das Problem, dass man hier Plastik ablösen kann. Und das sollte man wirklich vermeiden. Also wenn ihr Honig abfüllt, dann bitte immer in normalen Eimern und füllt ihn lieber um in einen Eimer mit einem untenliegenden Absperrhahn, wenn ihr das so machen wollt. Aber vielleicht habt ihr auch Lust, sowas hier zu machen, weil dann könnt ihr euch das nämlich sparen. Immer die gleichen Eimer, die könnt ihr gut stapeln. Ihr habt einen Deckel für eine Eimergröße und dann könnt ihr ganz einfach loslegen. Wie baut man sich das? Das ist auch ganz einfach. Du nimmst dir einfach einen Deckel und zwar der passende Deckel für den Eimer und kauf das bitte auch zusammen, weil dann ist auch gewährleistet, dass der Deckel richtig schön sauber hier mit dem Eimer abschließt und auch so ein bisschen einklickt. Also der darf nicht locker aufliegen, der sollte schon richtig fest einrasten. Dann nimmst du dir eine handelsübliche Lochsäge. Vorher misst du natürlich aus, was du hier für ein Loch brauchst oder zeichnest es dir einfach ein. Dann nimmst du eine handelsübliche Lochsäge, suchst dir eine Stelle am Eimer, die sehr nah am Rand ist, so wie hier. Ja? Ich habe hier zwei verschiedene Durchmesser in diesem Eimer hier zum Beispiel. Den hatte ich jetzt noch rumliegen, den Deckel. So, das was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe ist, aber das müsst ihr natürlich auch machen, achtet mal darauf, dass ihr dann hier sauber den Rand entgratet. Also diese kleinen Plastikfutzel hier, die müssen natürlich alle ab. Sowas hier, das darf natürlich nicht sein, weil das kommt ansonsten nämlich in den Honig. Und da hat das natürlich überhaupt nichts zu suchen. Nehmt euch also auch Schleifpapier oder eine Raspel oder irgendwas, was ihr da habt und macht diese Kanten hier sehr schön sauber. Und dann reinigt ihr den Deckel richtig gut. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr ebenfalls den gereinigten Absperrhahn. Steckt das eine Teil hier draußen ran, nämlich den reinen Absperrhahn, führt ihn durch den Eimer. Von innen kommt dann nochmal die Dichtung hier gegen, diese schwarze. Bei dem ist es jetzt eine schwarze Dichtung. Und dann dreht ihr von innen die Überwurfmutter zu. So, damit das hier schön abgedichtet und fest ist. Ganz einfache Geschichte und kostengünstig vor allen Dingen. Naja, und den Deckel, das macht ihr dann immer hier oben drauf. Noch ein Punkt, warum ich auf gar keinen Fall in einem Eimer rühre, wo ein Absperrhahn drin ist. Das erste habe ich ja schon gesagt, ihr könnt durch das Rühren hier Plastikteile abfräsen, sage ich jetzt mal, abkratzen, die dann im Honig landen. Das will ich natürlich überhaupt nicht. Und das zweite ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ja hier diesen Bereich um den Absperrhahn. Also, und da könnt ihr nicht drum rumrühren mit dem Rührer. Ja, da kommt man nicht hin. Das heißt, ihr habt hier in diesem Bereich immer nachher trotzdem einen verfestigten Honig. Also den nicht gerührten Honig. Und das will ich ja nicht. Ich will ja, dass der Honig in dem Eimer die gleiche Konsistenz hat. Und das erreiche ich halt nur, wenn ich in einem normalen Honigeimer dementsprechend auch rühre und den dann nachher auch so abfülle. Ein weiteres ganz wichtiges Thema, und deswegen, ihr dürft auch nicht jeden Eimer verwenden. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mal auf die Kamera. So, mal ein bisschen versuchen. Kriege ich das irgendwie rauf? Ich mache mal meinen Finger dahin. Da. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also ich kann es jetzt auf dem Bild leider nicht erkennen. Da ist das Lebensmittelzeichen drauf. Das heißt, es ist also ein Glas mit einer Gabel daneben. Und das sagt aus, dass dieser Eimer oder dieses Kunststoff, was sich das da verwendet wird, lebensmittelecht ist. Das ist, denke ich mal, eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. So, Abfülldeckel kann man sich also ganz einfach selber bauen, indem man einfach die Deckel nimmt, passend zu den Eimern, zu den Honiglagereimern, indem man hier sich einen Absperrhahn besorgt, den hat man ja meistens sowieso, mit einem passenden Lochbohrer, möglichst nah am Rand, ein Loch bohrt passend, die Plastikreste entfernt
und dann den Absperrhahn hier mit den Dichtungen jeweils hineinschraubt. Ich finde, das spart Geld, das ist eine tolle Idee. Ich nutze das seit, wie gesagt, seit 2 Jahren so. Habe jetzt dieses Jahr mal einen kleineren Eimer abgefüllt, deswegen muss ich mir einen neuen Deckel machen. Und da habe ich mir gedacht, ach Mensch, da muss ich euch doch auch noch von erzählen, weil es, denke ich mal, gibt viele, viele Leute von euch da draußen, die genau solche Ideen eigentlich auch suchen. Gut, wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ihr kennt das ja schon. Oder bei der Bienenbär-Facebook-Gruppe oder bei Instagram, Bienenbär1, das seht ihr ja unten auf dem Laufband hier. Da könnt ihr mich auch noch finden. Bei Bienenbär und bei der Instagram, gerade bei der Instagram-Gruppe gibt es manchmal noch ein paar Informationen mehr, was ich so gerade am Tag mache. Da bin ich ein bisschen aktiver, geht halt schneller. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Wir müssen ja noch Etiketten machen und den müssen wir nur noch Honig abfüllen. Und ach je, da gibt es noch einiges zu tun. Da seid ihr natürlich mit dabei. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bienenbär. Tschüss.